Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch darüber reden, warum ihr keine Langeweile haben müsst in Animal Crossing. Falls ihr nach dem Video immer noch keine Lust auf Animal Crossing habt und ich euch nicht überzeugen konnte, dass Animal Crossing ein wunderbares Spiel ist, was man auch auf lange Zeit spielen kann, dann kann ich euch nur empfehlen, auf Instant Gaming andere Spiele abzuchecken. Ihr könnt über meinen Link gerne darüber einkaufen, das würde mich freuen. Da gibt es sehr coole Angebote, auch für die Switch, aber auch für andere Konsolen, für den PC, die PS4 oder Xbox. Wenn Animal Crossing nicht mehr das Game für euch ist, könnt ihr ja mal da rumstöbern und schauen, was euch so zusagt. Die Preise sind dort echt unschlagbar. Kommen wir nun aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Ignoriert bitte hier mein crazy Outfit. Ich finde es einfach so cool, man hat so viel Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum. In Animal Crossing kann man so viel machen. Ich höre von vielen Leuten, dass ihnen inzwischen langweilig ist und sie nicht mehr wissen, was sie machen können, weil sie zum Beispiel die Stadt fertig gestaltet haben. Das kann ich verstehen. Ein Großteil des Spiels dreht sich um die Stadtgestaltung, aber das Spiel dreht sich nicht nur um die Stadtgestaltung. Habt ihr schon alle Fische gefangen? Alle Meerestiere? Beziehungsweise, wenn ihr nicht spulen solltet, dann ist es ja noch gar nicht möglich, alles zu fangen. Mir fehlen zum Beispiel auch noch ein paar Fische und auch noch ein paar Insekten. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun in dem Bereich. Und ich freue mich da einfach drauf. Ich spule ja nicht. Ich freue mich darauf, wenn wir bald Herbst haben. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir Winter haben. Und wenn sich so dann meine Faunapedie langsam füllt. Natürlich, wenn ihr gespult habt und schon alles erreicht habt, dann ist es so. Es gibt aber trotzdem noch eine Menge zu erreichen. Zum Beispiel die Nookmeilen. Da muss man auch sehr, sehr, sehr viel machen. Habt ihr schon die Angelmeister-Legende oder Angelmeister-Nookmeilen geschafft? Angellegende ist ja was anderes, was ich mit sehr viel Fleiß auch geschafft habe. Habt ihr das schon geschafft? 100 Fische zu fangen, ohne einen einzigen entkommen zu lassen? Ja, ich glaube, viele von euch haben es tatsächlich schon. Aber ja, es gibt noch so viele Nookmeilen und Achievements, die man erreichen kann. Natürlich ist es auch kein Muss. Nur wenn ihr nach einem Ziel strebt, dann kann ich euch das empfehlen. Und ja, ich persönlich habe das Ziel, auch irgendwann mal alle Nookmeilen zu vervollständigen. Aber bis ich alle, wirklich alle gemacht habe, dauert es auf jeden Fall ein bisschen. Es gibt aber auch noch so viel mehr. Man kann auch einfach sich mit allen Bewohnern anfreunden, von allen Bewohnern ein Foto bekommen. Und ja, was viele aber auch vergessen, ist, dass Animal Crossing... Oh, Walter denkt nach, aber das ignorieren wir kurz. Dass Animal Crossing ein Spiel zum Entspannen ist. Es ist kein Spiel mit einem festen Ziel. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach im Zelt für immer leben bleiben. Das ist von den Entwicklern so vorgesehen, dass es funktioniert. Ihr könnt im Zelt leben bleiben und könnt für immer, ja, euer kleines eigenes Zelt einrichten, wenn ihr wollt. Ihr müsst den Kredit ja nicht mal abbezahlen. Ihr habt einfach ein zweites virtuelles Leben, was fernab von der Realität ist und welches man einfach genießen kann. Ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Monaten ist das immer mehr zu einem Wettbewerb geworden mit der Stadtgestaltung. Jeder will die schönste Stadt haben, jeder will schnell fertig sein, jeder will das und das und will der Beste sein. Aber darum geht es gar nicht in Animal Crossing. In Animal Crossing geht es nicht darum, der Beste zu sein. Es ist kein kompetitives Spiel. Es ist ein Spiel zum Entspannen. Und da, finde ich, ist der Aspekt leider verloren gegangen. Und vielleicht solltet ihr euch nochmal mit einem neuen Approach, mit einem neuen Ansatz an das Spiel wagen, dass ihr einfach halbe Stunde täglich mal reinschaut, mit euren Bewohnern chillt, schaut, was so abgeht, welcher Besucher vielleicht heute da ist. Ist vielleicht heute Gulliver da oder... Ich weiß gar nicht, wer bei mir heute da ist. Mal schauen. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich über Gulliver mal wieder freuen. Oder Rainer. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geschaut. Ja, es gibt eine Menge zu tun, selbst wenn eure Insel schon fertig gestaltet ist. Und ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich meine Insel nie wirklich fertig haben will, weil ich immer irgendwas finde, was man verändern kann. Und das macht für mich den Reiz des Spiels aus. Einfach in meiner kleinen Welt hier zu leben und zu entspannen und ja, die reale Welt mal für eine kurze Zeit zu vergessen und in die kleine, quietschebunte, süße Welt von Animal Crossing abzutauchen. Ansonsten gibt es noch so viele Sachen, die man machen kann, die man sich als Ziele setzen kann. Wenn ihr eine Person seid, die eure Ziele braucht, könnt ihr auch versuchen, den Katalog zu vervollständigen. Da wird es auch noch ja, einiges geben. Das ist auch mein langfristiges Ziel, irgendwann mal alle Items in allen Farben zu besitzen. Langfristiges Ziel, wie gesagt, ne?
Und nicht zu vergessen, Nintendo will das Spiel 3 Jahre lang mit Updates füttern und wissen nicht, was noch kommt. Ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu. Jetzt mit dem Schwimm-Update, das war mega cool und ich finde, das war echt ein geiles Update. Und ja, ich will nur sagen, dieser Steg da unten, ich glaube nicht, dass er ohne Grund da ist. Genauso wie der geheime Strand nicht ohne Grund da war. Es war ja natürlich schon von Anfang an geplant, dass da irgendwann mal Rainer andocken wird. Und ich bin gespannt, wer am Steg andocken wird. Und ich bin gespannt, wann Grazia, wann DJ KK, wann all diese Charaktere, die jetzt gerade noch fehlen, ins Spiel kommen werden. Weil, so wie ich es bisher einschätze, ist es nicht so, dass diese Charaktere gar nicht mehr kommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir eine Großstadt bekommen könnten. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass neue Läden auf der Insel hinzugefügt werden, weil viele Leute ihre Insel vielleicht schon fertig gestaltet haben. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Update. Das nächste wird ja jetzt bald im August kommen. Und ich finde persönlich, es gibt so viel Hate dafür, dass Nintendo das mit den Updates macht. Aber ich persönlich finde es mega, weil man so eigentlich am Ball bleibt. Aber wenn man alles durchrusht und immer Zeit spult, time-traveled meine ich, oder die Zeit, ja, vorsetzt, dann ist es halt nicht so, wie die Entwickler gedacht haben, dass man es spielt, dass man es Tag für Tag ein Stückchen genießt und langsam alles entdeckt. Und dann kommen die Updates noch hinzu und man kriegt immer und immer mehr Content. Aber natürlich, wenn man direkt von Release Tag 1 alles erreicht hat, dann ist es natürlich sehr schnell langweilig. Aber es müsst ihr letztendlich so entscheiden, wie ihr es spielen wollt. Es gibt auch Leute, die Time Traveln und das finde ich völlig okay. Zum Beispiel, ich habe hier auch diese Pilzlampen. Ich habe zwar nicht getimetraveled, aber ich habe mir diese Pilz-Items erhandelt, weil ich sie so schön finde. Und da konnte ich dann auch nicht mehr warten. Aber trotzdem freue ich mich immer noch auf den Herbst und freue mich dann endlich mein erstes eigenes Pilz-DIY in der Tasche zu haben und alles zu entdecken. Und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben in diesem Video hier. Ich hoffe, das klang nicht zu überheblich. Ich finde es einfach schade, dass viele Leute Animal Crossing nicht mehr... dass ich von vielen Leuten einfach höre, dass es ihnen keinen Spaß macht und dass sie das mit den Updates total doof finden. Aber ich finde ehrlich gesagt, Nintendo hat da alles genau richtig gemacht. Ich habe aktuell immer noch so viel zu tun und bin immer noch sehr beschäftigt, selbst ohne Updates. Aber ich freue mich natürlich sehr, sehr, sehr auf den Content, der noch kommt. Und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein kleines Talk-Video, was, glaube ich, mal wieder nötig war. Und... ja, ich streame täglich übrigens auch auf Twitch. Falls ihr irgendwie nicht die Motivation habt, weiter Animal Crossing zu spielen, kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr vielleicht bei meinem Stream vorbeischaut. Wir zocken meistens immer gemeinsam, also nicht auf einer Insel gemeinsam, aber während ich zocke, zocken die meisten auch Animal Crossing. Und wir haben eine richtig coole Atmosphäre im Chat. Es macht Spaß, uns gegenseitig zu motivieren. Und ja, schaut gerne mal vorbei. Ist auf Twitch meistens immer so gegen abends. Ich habe einen Streamplan auch auf meinen Social-Media-Kanälen und ja, sonst würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich auch abonniert. Ja, ansonsten habe ich noch ein Gewinnspiel mit Instant Gaming, das kann ich auch noch sagen, da könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen, könnt gerne unten in der Videobeschreibung draufklicken, ihr müsst euch nur einen Account erstellen und könnt dann ein Spiel eingeben, das ihr haben wollt und mit etwas Glück gehört es dann euch. Diesen Ballon ignorieren wir jetzt. Oder wir machen ein schönes Foto noch zum Abschluss. Ah. Cute. So, das war's dann jetzt auch wirklich von dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.